Wie schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Folge von Scharf TV. Ich bin die Sarah von Scharf Production und in dieser Folge werde ich einen Türkranz aus Papier selber basteln. Und zwar nehme ich dafür erstmal Stempelhilfe Günther zur Hilfe, aber dieses Mal nur dafür, um mir einen Kreis zu markieren. Denn die vorgegebenen Größen sind etwas klein, denn mein Türkranz soll etwas größer werden. Ich habe mir daher einfach die Outline einmal um Günni gezogen und habe mir nun verschiedene Stempelmotive ausgewählt, mit denen ich hier einen Kranz auf diesen vorgemalten Kreis stempeln möchte. Das mache ich dieses Mal ganz frei Hand und wie easy auch das funktioniert, das zeige ich dir jetzt mal in diesem Video. Als Hauptmotiv habe ich mir hier die Butterblume ausgesucht. Diese gibt es ja in zwei verschiedenen Größen in meinem Sortiment und wer die spezielle Mädi-Box bestellt hat, wo das mal als Sonderedition mit drin war, der hat sie vielleicht auch in drei verschiedenen Größen. Denn die Butterblume lässt sich so in den unterschiedlichen Größen super kombinieren. Ich stempel hier die Motive in drei verschiedenen Farben, alle von Versa Magic. Das ist einmal das Est Mist, das Oasis Green, das Aegean Blue. Wenn man sich einmal den Kreis vorgezeichnet hat, ist es auch gar nicht so schwierig, die Motive wirklich im Kreis anzuordnen, gerade weil der Kranz hier ja auch etwas dicker wird. Und in Kombination dazu habe ich mir dann noch ein paar Mini-Stempel ausgesucht, wie zum Beispiel die Mini-Deko-Blume oder der kleine Mini-Farbsplatter und habe den ganzen Kranz hier noch ergänzt, damit es einfach insgesamt schön harmonisch wirkt. Ich würde dir auch empfehlen, einen Mini-Stempel mit einem bestimmten Motiv in unterschiedlichen Farben abzustempeln. Also, dass du zum Beispiel den Mini-Farbsplatter, den ich hier gerade verwende, nicht nur in Blau abstempelst, sondern auch in Hellblau und diesem Oasis Green. Das bringt einfach noch mehr Dynamik rein und mehr Abwechslung und es wirkt insgesamt, ja, ich würde sagen, etwas harmonischer. Und was darf hier bei diesem Projekt natürlich auch nicht fehlen? Genau, Transferfolie. Ich habe jetzt hier in die Blüten vor allem von der kleinen Mini-Deko-Blume in die Mitte immer einen kleinen Punkt gemalt und lasse den jetzt erstmal trocknen. Und bis der trocken ist, nehme ich mir hier ein tolles blaues Papier und schneide mir hier schon mal kleine ovale Stücken in unterschiedlichen Größen aus. Wichtig ist, wenn du Transferfolie verwendest, dass du den Kleber wirklich lange genug trocknen lässt und dann ist es auch gar kein Problem, die Transferfolie am Stück auf die vorgemalte Fläche zu übertragen. Und damit der Türkranz am Ende natürlich auch ein Türkranz ist, habe ich beschlossen, ihn ganz randommäßig auszuschneiden, also wirklich nicht nur rund, sondern ich gehe mit den Formen, mit den gestempelten Blüten mit und mache hier einfach eine willkürliche, kleine, gewellte Linie. Und ich schneide ihn nicht nur außen aus, sondern genauso auch innen. Nun nehme ich mir die ausgeschnittenen Ovalen, nenne ich sie mal, und diese falte ich nun einfach einmal in der Mitte. Na, kannst du dir schon denken, was das werden soll? Genau, einfach ein paar Blütenblätter in unterschiedlichen Größen. Die lege ich mir jetzt erstmal auf meinem Kranz hier an und schaue, wie sie am besten passen würden, bevor ich sie dann befestige. Und wenn ich mich jetzt dazu entschieden habe, wie ich sie gern kleben möchte, verwende ich einfach ein bisschen Heißkleber. Das geht meiner Meinung nach einfach am besten und am schnellsten und hält auf jeden Fall gut. Man kann natürlich auch alternativ einen Bastelkleber nehmen und klebe mir die Blütenblätter an den Positionen fest, wo ich sie mir jetzt hingelegt habe. So, und damit der Türkranz am Ende natürlich auch ein Türkranz wird, brauchen wir da ja noch irgendwie eine Aufhängung. Dafür verwende ich einen Draht, der einen Papierüberzug hat und hier mit einer Art Kraftpapier mache mir ein Loch in den Kranz rein und damit das nicht so langweilig aussieht und das mit dem Draht irgendwie fetzig ist, habe ich das nochmal hier etwas aufgewickelt. Dafür kannst du einfach einen x-beliebigen Stift nehmen und habe somit eine kleine, ich nenne mal in Anführungsstrichen Telefonschnur, die man nun auch natürlich etwas verlängern kann, je nachdem wie die Tür ist und wie es dann am besten vom Look her passt und habe damit einen fertigen Türkranz. Den kannst du nun an die Eingangstür hängen oder du kannst es natürlich auch super gut ins Fenster hängen. Erzähl mir super gerne in den Kommentaren, wie dir diese Idee gefällt und im Anschluss verlinke ich dir nochmal ein Video, da habe ich auch mit Stempelhilfe Günther gearbeitet, aber nicht nur die Outline verwendet, sondern wirklich einen richtig schönen Kranz damit gestempelt.